Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Polyaddition. Als wichtiges Vorwissen braucht ihr nur die Grundlagen für die Kunststoffe. Bei der Polyaddition werden Monomere mit mindestens zwei funktionellen Gruppen miteinander verknüpft. Dabei hat ein Monomer eine polare Doppelbindung und der andere Monomer ein reaktives Wasserstoffatom. Dieses reaktive Wasserstoffatom wird bei der Reaktion als Proton, also als H+-Ion, auf die polare Doppelbindung übertragen. Wichtige Polyadukte, also Produkte, die dabei entstehen können, sind die Polyurethane und die Epoxidharze. Die Monomere bei der Bildung für die Polyurethane und die Epoxidharze können unter anderem die Diisocyanate sein. Die Isocyanatgruppe seht ihr hier. Ein anderes wichtiges Monomer ist das Diol, also ein beliebiger Rest. Dafür steht das R in der Mitte und dann zwei Hydroxygruppen. Oder die Epoxide, wieder ein beliebiger Rest in der Mitte. Und dann haben wir die Epoxygruppe. Das ist so ein Dreierring aus einer CH, CH2 und O-Gruppe. Wenn wir bifunktionelle Monomere haben, das heißt Monomere mit zwei verschiedenen bzw. mit zwei funktionellen Gruppen, dann kriegen wir lineare Thermoplasten, die sich immer nur in einer Kette verbinden. Und wenn wir trifunktionelle Monomere haben, dann können wir eben auch verzweigte Polymere bekommen. Das wäre dann ein Duroplast. Als erstes Beispiel das Polyurethan. Beim Polyurethan werden einfach eine Isocyanatgruppe und eine Hydroxygruppe zu einer Urethangruppe verbunden. Die Urethangruppe sieht ungefähr so aus. Das ist noch relativ unübersichtlich, aber wie wir dahin kommen, das seht ihr gleich. Ich habe jetzt hier mal in Rot die reaktiven Wasserstoffatome markiert und die reaktiven Doppelbindungen bzw. polaren Doppelbindungen seht ihr hier. Was genau bei der Reaktion passiert, ist, dass das Wasserstoffatom sich mit dem freien Elektronenpaar des Stickstoffs verbindet und die Verbindung zwischen diesen beiden Monomeren wird hergestellt, indem das freie Elektronenpaar des Sauerstoffs sich mit dem Kohlenstoff hier verbindet. Nun wäre der Kohlenstoff fünfbindig, das heißt, hier muss ein Elektronenpaar wegklappen und schon ist die Reaktion fertig. Das Produkt sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, wir haben hier eine neue Bindung. Das ist die Bindung, die hier entsteht, zwischen dem Sauerstoffatom und dem Kohlenstoffatom. Das doppelt gebundene O hier oben wird einfach nur hochgeklappt und das reaktive Wasserstoffatom ist zum Stickstoff übertragen worden. Die Doppelbindung, die vorher hier war, besteht hier nicht mehr, weil sie rausgeklappt wurde, weil sonst der Kohlenstoff fünfbindig gewesen wäre. Das gleiche passiert an diesen Gruppen. Das heißt, hier wieder die Hydroxygruppe und die Isocyanatgruppe, hier wieder Isocyanat und Hydroxygruppe. Das ist der gleiche Mechanismus. Das Produkt sieht dann so aus. Hier noch mit lang gezeichneten Elektronenverbindungen, nur damit es für euch ein bisschen übersichtlicher ist. Wenn wir die wieder auf die normale Länge verkürzen, sieht das ungefähr so aus. Und hier haben wir dann die Urethangruppe, die ihr auch oben schon vorfindet. Die Repetiereinheit wäre jetzt nun hier an dieser Stelle gegeben. Zwei Monomere, da wir unterschiedliche Monomere haben, müssen beide Monomere mit der jeweiligen Urethangruppe drin sein. Als weitere wichtige Gruppe der Polyadukte haben wir noch die Epoxidharze. Diese entstehen bei der Polyaddition von Epoxygruppen und Hydroxygruppen und die Gruppe, die dabei entsteht, nennt sich Ethergruppe. Das ist diese hier oben. Wie die genau zustande kommt, zeige ich euch jetzt. Wir haben wieder die reaktiven Wasserstoffatome. Und in diesem Fall sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Das Wasserstoffatom wird wieder auf das freie Elektronenpaar übertragen, hier dieses Mal vom Sauerstoff. Und das freie Elektronenpaar von diesem Sauerstoffatom verbindet sich mit dem Kohlenstoffatom. Da das Kohlenstoffatom dann fünfbindig wäre, also zwei Bindungen zum Wasserstoff, eins zum Kohlenstoff und noch eins zum Sauerstoff, wären wir bei fünf Bindungen und das klappt logischerweise nicht, dementsprechend muss diese Bindung hochklappen. Das Produkt sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben eine Bindung zwischen O und C, das ist diese hier. Die Bindung, die vorher zwischen C und O bestand, wird hochgeklappt, das ist jetzt eins dieser freien Elektronenpaare und das Wasserstoffatom ist zum Sauerstoff übertragen worden. Das gleiche passiert bei den anderen Gruppen. Das Produkt sieht dann folgendermaßen aus. Hier wieder mit verlängerten Bindungen dargestellt und wenn wir das Ganze zusammenziehen,
haben wir hier die Ethergruppe, das O mit einem Rest und hier ist der andere Rest. Das ist das, was hier oben klein dargestellt ist. Hier haben wir dann noch die Repetiereinheit. Wir haben zwei unterschiedliche Monomere, dementsprechend brauchen wir auch beide Monomere mit in der Repetiereinheit. Und schon wisst ihr, wie Epoxidharze entstehen. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Bis bald!